Herzlich willkommen auf der Affordable Art Fair. Mein Name ist Judith Waldmann und ich habe die Emerging Artist Exhibition kuratiert. Die Emerging Artist Exhibition ist eine Sonderausstellung auf der Messe Affordable Art Fair und präsentiert Hamburger Nachwuchskünstler. Zuallererst das Künstlerkollektiv Via Visual. Via Visual sind schon seit langem in Hamburg unterwegs, kommen eher aus der urbanen Szene. Und ich bin auf sie aufmerksam geworden in der Nähe der Marktstraße. Und jeder von euch kennt ja diese Noppen, die an öffentlichen Plätzen angebracht werden, damit Skateboardfahrer nicht so einfach über die Kanten sliden können. Und Via Visual geht immer mit offenen Augen durch die Stadt und überlegt sich, wie sie ihre Umwelt eben so verändern können, dass sie eben ein Zeichen setzen können, was für sie wichtig ist, was sie möchten. Und sie haben Verschläge gebastelt, die sie über diese Noppen angebracht haben, dass eben die Skateboardfahrer wieder den Platz für sich zurückerobern konnten und über die Bordsteinkanten sliden konnten. Also das ist sozusagen die Arbeit von Via Visual, mit offenem Auge durch die Stadt zu gehen und eben aufmerksam zu machen auf Missstände. Ja, also wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Vandalismus im öffentlichen Raum und stellen Dinge aus, die dem Vandalismus zum Opfer gefallen sind. Aber wir beschäftigen uns auch mit der Ästhetik des Vandalismus. Wie wird die Form oder das Ready-Made verändert? Sofort. Hier sehen wir ein Motorrad aus der Serie Ästhetik des Vandalismus. Es ist eine Dreier-Serie gewesen, wo sie das erste Objekt auf der Part einer anderen Kunstmesse hier in Hamburg gezeigt hatten. Da war eben ein verbranntes Dixi-Klo zu sehen. Via Visual entnehmen diese Objekte dann direkt dem Raum. Und hier bei diesem Motorrad, man weiß nicht, ist es verkohlt gewesen bei einem der Maikrawalle oder von irgendwelchen anderen Straßen-Riots. Wir müssen mit offenen Augen durch den öffentlichen Raum laufen, um unsere Arbeit zu finden oder zu entdecken. Wir präsentieren sie nicht so direkt und rufen Menschen an, wir haben was da gebaut, sondern wir machen es stillschweigend und dokumentieren es und zeigen die Dokumentation den Leuten, aber wir sagen meistens nicht, wo es passiert ist, wann es passiert, weil das, ja, darum geht es jetzt nicht. Also es geht also auch um die Deformation des Objektes. Der mit einer ganz besonderen Technik arbeitet, und zwar arbeitet er mit über. Er macht alle seine Fotografien analog, und zwar geht er da so vor, dass er ein Bild aufnimmt, den Film nochmal zurückdreht und dann nochmal eine ganz andere Szenerie wieder fotografiert. Und somit entstehen Überblendungen, die eben so ganz neue Welten erschließen lassen, die sehr narrativ sind und eben ja, so zum Träumen einladen. Es entstehen so ganz poetische Werke bei Paul Gregor, die nicht wirklich vorgeben, was passiert, sondern eher so Assoziationen beim Betrachter wecken, der dann da seine eigenen Gedanken eben mit reinfließen lassen kann. Hier dieser ganze Bereich ist von Isabel Kamp bespielt. Eine junge Hamburger Künstlerin, die vor allem skulptural und auch malerisch und zeichnerisch arbeitet. Isabel Kampf ist eine der Künstlerinnen, die eben sehr fein meisterlich arbeitet und das Handwerk bis ins Detail beherrscht. Hier sehen wir einige Keramiken von Isabel Kampf, die immer, also die Körperfragmente nachbildet und diese dann eben in Szene setzt. Isabel Kampf habe ich in der Galerie Feinkunst Krüger kennengelernt, wo sie wirklich ein zauberhaftes Mobile erstellt hatte. Und zwar waren das 5 Handfragmente, die an einem Mobile im Raum hingen. Und sie wollte da tatsächlich ein Theaterstück aufführen, das eben sozusagen menschliche Kommunikation aufführt. Hier sehen wir eben Arbeiten von Shivan Grenzer. Eine Arbeit, die uns von der Presse tatsächlich aus der Hand gerissen wurde, ist seine Madonnenarbeit. Das ist ein Selbstporträt des Künstlers Shivan Prenzler und zeigt ihn eben in außergewöhnlicher Pose. Es ist referiert an eine Madonnen-Ikonografie, also man sieht eben eigentlich auf den ersten Blick Madonna mit dem Christuskind im Arm, aber es ist eben nicht Madonna, sondern der Künstler selbst,
ja auch nicht das Christuskind im Arm hält, sondern eine Christuskindwurst mit Krawatte. Und Shivan Frenzer arbeitet auch immer so ganz frei und offen und assoziativ und bringt Sachen zusammen, die er bei sich zu Hause findet, auf der Straße findet und setzt die ganz unkonventionell in neue Zusammenhänge. Ich bin sehr interessiert an Körperlichkeit und Sinnlichkeit. Also ich habe gerade in diesem Sommer auch eine Exkursion auf eigene Faust nach Rom unternommen, weil ich barocke Skulpturen total geil finde. Und was in meinen Arbeiten passiert, ist, dass ich in Alltagsgegenständen, also gerade in diesem Komplex hier, in Alltagsgegenständen ähnliche Gefühle, die bei mir dann durch barocke Skulpturen zum Beispiel ausgelöst werden, wiederfinde durch eine Kombination von Materialien oder eine Inszenierung. Auch hier hat er eben dann auch mit Zitaten an die Kunstgeschichte gespielt, auch mit Geschlechterrollen. Es ist eben eine männliche Madonna, es ist eben nicht das Christuskind. Er hat es in eine zeitgenössische Szenerie eben umgesetzt, hat sich aber auch in dem Rahmen an diese Nischen, hat in diesem Rahmen eben auch diese Nischen aufgenommen, in denen solche heiligen Statuen dann eben auch gezeigt werden. Ja, das sind sehr einfache Materialien, die man eben auch kennt aus dem Alltag. Und das macht es auch möglich, so kitschige Sachen wie so eine romantische Umarmung hier darzustellen oder wie einen sexuellen Akt, wie man ihn hier in einem Stuhl sieht. Und es ist auch eine Art des Blickes, den ich dann darüber mitteile, wenn ich und eine Art des Umgangs, den ich im Alltag und seinen Gegenständen pflege. Das Thema Malerei ist eins, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Und das Thema Keilrahmen und Leinwand ist auch etwas, was ich in dem Kontext schon immer schräg fand. Also ich habe eigentlich nie auf Leinwand malen wollen, weil ich diese vorgefertigte Fläche, wo jetzt Kunst passieren soll, die konnte ich noch nie ganz annehmen. Und naja, das hier ist ein Umgang damit. Also dieses Spannbettlaken, das ist eins von den Textilien, die ich angesammelt hatte. Also es gab also eine Farbpalette in dieser Zeit, die mich interessiert hat und wodurch dann sehr viele Kleidungsstücke mit einer ähnlichen Farbpalette sich dann angesammelt hatten. Und bei dem Spannbettlaken, das ist ja eigentlich wie eine Leinwand, die ich auf den Keilrahmen gespannt habe. Nur, dass es aus seiner eigenen Materialität heraus schon hält. Also ich habe mit aller Körperkraft habe ich den da dreimal rumgezogen. Da auf diese Leinwand braucht auf jeden Fall keine Malerei mehr drauf, weil es schon seine eigene Malerei ist oder sein eigenes Objekt eher vielleicht. Und das ist auch gerade was ich interessant finde, also diesen Wechsel zwischen Objekt und Malerei. Okay, ich bin Stella Rossier. Und ich und Nicola Gördes, meine Partnerin, wir zeigen hier den Film Super im Emerging Artist Teil der Affordable Art Fair. Es ist ein sehr pointiert gesetzter Kurzfilm, der von einer ganz einfachen Bar handelt, in der ausschließlich Buchstabensuppe angeboten wird. Es ist eine in drei Akte quasi grob geteilt. Es geht um die Eröffnung der Bar, um die Zeit, in der die Bar existiert, die irgendwie so eine Art Nichtzeit ist, und auch wieder den Niedergang, der weniger dramatisch ist, genau wie die Eröffnung. Es hat alles einen sehr monotonen Touch. Als nächstes möchte ich mit euch zu dem Künstlerkollektiv Alexandra Gries und Jorel Haidt gehen. Alexandra Gries und Jorel Haidt habe ich bei der Ausstellung Capriole von Via Visual kennengelernt. Ein fantastisches Künstlerkollektiv, das immer sehr installativ arbeitet und mit Licht und Licht immer eine große Rolle spielt in den Arbeiten. Jorel Haidt ist auch Lichtkünstler. Alexandra Gries arbeitet eben auch mit Malerei und Skulptur. Ich hatte sie, wie gesagt, bei der Capriole kennengelernt. Da haben sie eine ganz fantastische Arbeit umgesetzt gehabt. Und zwar haben sie da eine Art Nordlicht imitiert. Da war eine große Plastikfolie aufgezogen, der ganze Raum war abgedunkelt, es war alles schwarz gestrichen. Und im Hintergrund war eben wieder so ein Ventilator angeschmissen, der mit Licht projiziert wurde. Und immer wieder hat dann eben so ganz organisch Licht aufgeflackert und somit dann eben Nordlicht imitiert. Und die Stimmung in der Ausstellung war fantastisch, alles war ganz ruhig und kontemplativ.
Und es wurde eben so ein Naturschauspiel aufgeführt, was de facto ja kein wahres Naturschauspiel war, sondern eben durch die Technik eben initiiert. Und auch hier haben wir so eine ganz kleine, feine und wieder sehr poetische Arbeit von Jorel Haidt und Alexandra Gries. Und zwar wurde hier ein Plastikband an den Ventilator angeschlossen, das von dem Wind des Ventilators eben angetrieben wird. Links oben hat der Lichtkünstler Jorel Haidt dann eben auch die Lichtquelle so gesetzt, dass ein ganz fantastischer Schatten geworfen wird. Und zwar erinnert der Schatten an Rauch, wie er entsteht, wenn man eine Kerze ausbläst. Was ich euch auch auf jeden Fall noch zeigen will, ist eine andere Arbeit von Jorel Haidt und Alexandra Gries. Das sind Bandarbeiten hier auf der linken Seite. Also hier hat nämlich Alexandra Gries bei einem Politiker ihres Wahlkreises nach Wahlplakaten gefragt, die sie dann eben für ihre Kunstwerke bräuchte. Und hat er dann auch eine Zusage bekommen. Hier handelt es sich also um alte Wahlplakate. Und Alexandra Gries und Jorel Haidt haben dann eben bunte Folie genommen und die so arrangiert, dass, wenn Licht auffällt, bunte Schatten geworfen werden. Und je nachdem, wie das Licht steht, ist die Farbigkeit der Schatten auch unterschiedlich und gibt eben so einen ganz zarten Schimmer auf das weiße Papier der abgezogenen Wahlplakate. Und was hier eben auch so schön ist, sind die Kontraste. Man hat eben so diese dreckigen, abgerockten Wahlplakate, wo dann so ganz zart und bunt und schön diese Lichtreflexe an die Wand geworfen werden. Und hier möchte ich euch Holger Wilkens vorstellen. Holger Wilkens ist Fotograf, der aber ganz ungewöhnlich arbeitet. Und zwar sehen wir hier nicht ganz herkömmliche Fotografien, sondern Fotografien, die nur in der Dunkelkammer entstanden sind. Das sind Holger Wilkens Foldings. Und zwar hat er da Fotopapier geknickt und unterschiedlich belichtet, dass eben so ganz eigene, abstrakte Werke entstanden sind, die so stark farbig sind, dass sie wirklich so wirken, als ob ein Leuchtkasten dahinter angebracht wäre. Und Holger Wilkens hinterfragt mit seinen Werken immer wieder so den Wahrheitsanspruch von Fotografie. Wenn ihr noch einmal mit mir mitkommen wollt, kann ich euch auf der anderen Seite die Exoplanets von Holger Wilkens zeigen. Sie haben die Form von Planeten, der Hintergrund sieht eben aus wie das Universum und auch der Titel Exoplanet erweckt eben den Anschein, dass man hier abfotografierte Planeten sieht. De facto sind aber auch die Exoplanets einzig und allein in der Dunkelkammer entstanden, in der eben Holger Wilkens dann das Fotopapier so bearbeitet hat, dass dieser Effekt so entsteht. Und was eben ganz spannend ist, es gibt auch eine Serie, die heißt Stars von Holger Wilkens. Da ist er in die Teutoburger Sternwarte gegangen und hat sich tatsächliche Sternbilder von Sternnebel aus der Sternwarte kommen lassen, hat die dann auch nochmal neu im Fotolabor entwickeln lassen und hat mit Abwedeln und Überbelichten nochmal eigene, so nie dagewesene Sternnebel hinzukomponiert. Also sprich, es war ein Mix aus tatsächlichen wissenschaftlichen Aufnahmen von Sternnebeln, aber auch künstlerisch hinzugefügten. Und damit möchte Holger Wilkens sozusagen den Wahrheitsgehalt der Fotografie hinterfragen. Was sehe ich tatsächlich? Was ist wahr? Was ist von Künstlerhand gemacht? Und wie gesagt, hier sieht man eben auch keine wahrhaftigen Exoplanets, sondern von ihm selbst gestaltete Planeten.